Es war das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte Hamburgs. Am 9. März erschießt Philipp F. in einer Gemeindeversammlung 7 Zeugen Jehovas und sich selbst. Es war sicher eine Form von Rache, aber definitiv gepaart mit Wahn und psychischen Krankheiten. Hass auf eine Glaubensgemeinschaft, die ihn ausgeschlossen hatte. Und das bedeutet bei den Zeugen Jehovas oft totale soziale Isolation. Es war mit Abstand das Härteste, was mir in meinem gesamten Leben passiert ist. Beim Attentat in Hamburg soll nicht nur die Ausgrenzung, sondern auch Geld eine Rolle gespielt haben. Dann hat er große Geldbeträge gespendet, von denen ich weiß, dass er sie zurückhaben wollte. Offiziell finanziert sich die Organisation nur durch freiwillige Spenden. Aber wie freiwillig sind die wirklich? Der Spendendruck ist signifikant gewachsen. Ich war schockiert, weil ich sowas noch nie gesehen habe, dass jemand so viel spendet. Angeblich ist die Religionsgemeinschaft mehrere Milliarden schwer. Aber über ihre Finanzen ist sehr wenig bekannt. Es ist eher ein Verlag und eine Immobiliengesellschaft als eine Religion. Wir folgen der Spur des Geldes und entdecken intransparente Firmennetzwerke, Ausbeutung und fragwürdige Immobiliengeschäfte. Ich treffe Aussteiger und Aktivisten, die die Geschäfte und den Umgang der Religionsgemeinschaft mit ihren Mitgliedern anprangern. Und ich folge der Spur der Zeugen im Netz, tauche ab in Aussteiger-Communities und werte Dokumente von Whistleblowern aus. Meine Oma war Zeugin Jehovas und meine Mutter hat sich den Ausstieg ziemlich hart erkämpft. Obwohl man sie in dem Glauben erzogen hatte, dass 1975 die Welt untergehen würde, ist sie dann irgendwann halt einfach wirklich nicht mehr hingegangen. Auch wenn das bedeutet hat, dass sie nicht mit meiner Oma ins Paradies einziehen würde. Die Zeugen Jehovas haben schon 4-mal den Weltuntergang vorhergesagt, mit dem die Herrschaft des Teufels enden soll. Den Staat sehen sie als Bestandteil der Welt Satans und von Gott geduldete Übergangsordnung. Am Ende wird nur überleben, wer sich den strengen Lehren der Organisation beugt. Daran glauben die knapp 9 Millionen Mitglieder und opfern viel Freizeit, um die Wahrheit, ihre Wahrheit, zu verbreiten. Oft landen sie wegen der Ausgrenzung von Aussteigern in den Medien. Zuletzt ging es vor allem um den Amoklauf in Hamburg. Der Täter soll größere Summen gespendet und zurückgefordert haben. Aber was hat es eigentlich mit dem Spenden auf sich? Die Zeugen Jehovas sind in Deutschland eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit den großen Kirchen gleichgestellt. Sie könnten auch eine eigene Steuer erheben. Aber die Zeugen Jehovas werben damit, eben keine bestimmte Summe zu erheben und berufen sich stattdessen auf die Freiwilligkeit der Spenden. Das Geld kommt über Spendenboxen in den Versammlungen oder über ihre Website. Also das finde ich jetzt schon echt krass. Hier auf der Spenden-Website von den Zeugen Jehovas kann man wirklich alles Mögliche spenden. Also Testamente, Wertpapiere, Immobilien und sogar Versicherungspolicen. Ich meine, Versicherungspolicen. Die Mitglieder sollen spenden, um Gott näher zu sein. Die Bibel erinnert uns daran, unsere finanziellen Mittel einzusetzen, um uns mit Jehova und Jesus anzufreunden. Spenden sind freiwillig, aber wer spendet, kommt Gott näher? Wie viel ist den Zeugen Jehovas ihre Freundschaft zu Gott wert? Das wollen wir von den Mitgliedern erfahren und haben eine Drehanfrage für einen Kongress in der Nähe gestellt. Aber trotz ausführlicher Vorgespräche bekommen wir eine Absage. Wie wahrscheinlich ist es, dass in diesem Format am Ende herauskommt, dass Zeugen Jehovas normale Menschen und geschätzte Arbeitnehmer sind, die immer ehrlich ihre Steuern zahlen? Ich fahre da jetzt trotzdem hin. Ich meine, es ist eine öffentliche Veranstaltung, die haben sogar Einladungskarten verteilt. Was mich jetzt interessiert, warum spenden die Mitglieder und was erhoffen sie sich davon? Ich versuche nochmal mein Glück, doch weit komme ich nicht. Das gesamte Gelände ist angemietet und ich möchte Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Hi Marco, wie läuft's? Ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so gut gelaufen bislang. Wir haben es nicht mal bis in die Nähe der Halle geschafft. Eine Woche später versuche ich im Park nebenan bei der gleichen Kongressreihe nochmal mit Zeugen Jehovas ins Gespräch zu kommen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nein. Nein, danke. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Lassen Sie das mal besser sein. Da verweisen wir an den Pressesprecher. Wie oft spenden Sie so? Ich glaube, das kommt falsch rüber, wenn ich da jetzt eine Zahl nenne. Jeder gibt das, was er in seinem Herzen beschlossen hat. Viel erfahre ich auch heute nicht. Stattdessen werde ich gefilmt. Nach langem Hin und Her darf ich dann doch in die Halle, aber ohne Kamera. Drin gibt es 3 Stunden Bibel-Frontalunterricht und einen sehr aufwendig produzierten Film.
Jehova, bitte hilf mir. Aber zum Thema Spenden habe ich nichts Neues gelernt. Deshalb habe ich mir Hilfe beim Verein JZ Help gesucht. Ich habe mit vielen AussteigerInnen über Spenden gesprochen. Nach wochenlanger Suche gelingt es mir, einen Verwandten des Hamburger Attentäters ausfindig zu machen. In München bin ich mit David verabredet. Er ist der Cousin von Philipp F. und will erstmals offen vor eine Kamera treten. Ich bin gespannt, was er mir über seinen Cousin erzählen kann. David war außerdem selber lange bei den Zeugen Jehovas. Auch darüber will ich mit ihm sprechen. Ich will von David wissen, wie er die Tat seines Cousins sieht. Hallo, grüß dich. Man hat dem Philipp beigebracht, dass es Auserwählte in der Welt gibt, die von Gott beauftragt sind, die Wahrheit in die Welt zu bringen, die, wenn man ihre Wahrheit nicht annimmt, dich mit Vernichtung bedrohen. Und in der Sekunde, wo du ihnen nicht mehr absoluten Gehorsam zollst, dich verstoßen und als Satans Anhänger brandmarken. Das sind Jehovas Feinde. Sie werden verschwinden wie Rauch. Das ist keinerlei Entschuldigung für den Philipp. Es ist keinerlei Verhöhnung der Opfer, die mir unglaublich leid tun. Diese Leute sind absolut unschuldige Opfer und fürs Leben bestraft durch eine Tat, die an Menschenverachtung nicht zu übertreffen ist. Was hat er in dem Moment gedacht? Also warum hat er das gemacht? Oder? Du hast einen riesen Freundeskreis. Der Sekunde, wo du dann rausgehst, hast du niemanden mehr. Das heißt, im Endeffekt merkst du, dass dir natürlich Freundschaft auch vorgegaukelt wird zu ideologischen Zwecken. Dann hat er große Geldbeträge gespendet, von denen ich weiß, dass er sie zurückhaben wollte. Es war sicher eine Form von Rache, aber definitiv gepaart mit Wahn und psychischen Krankheiten. Man sagt ja immer, in Deutschland spricht man nicht gern über Geld, aber wir versuchen es trotzdem. Du hast gesagt, je mehr du verdient hast, desto mehr hast du gespendet. Von was für einer Größenordnung sprechen wir? Was habe ich gespendet? Ich habe vielleicht im Jahr 5.000 bis 10.000. Sowas. Der Normalo spendet im überschaubaren Bereich. Dann gibt es einige, die sind reich. Die spenden mehr, nicht zuletzt auch oft, um mangelnde Leistung im Predigtwerk zu kaschieren. Und dann gibt es natürlich diese außerordentlichen Spenden, auch in großem Maße von Erbschaften und Schenkungen und solchen Sachen. Die können dann auch in die Hunderttausende oder sogar Millionen gehen. Wie wichtig Spenden ist, wird schon kleinen Kindern beigebracht. Die Organisation braucht Geld und erinnert dich permanent natürlich daran. Wie viele Spenden sind das eigentlich pro Jahr? Ich frage nach in der Deutschen Zentrale der Zeugen Jehovas. Ihre Antwort? Hierzu machen wir keine Angaben. Dank der Rechtslage in Deutschland müssen sie das auch nicht. Inzwischen ist sogar etwas eingetreten, was undenkbar erschien früher. Es gibt jetzt sogar Empfehlungen für Beträge, die man spenden soll. Der Spendendruck ist signifikant gewachsen. Uns wurde ein Video zugespielt, das in der Aussteiger-Community berühmt ist. Ein führendes Mitglied sagt darin: Wir haben herausgefunden, dass die Summe der Ausgaben viel höher sein wird als die Summe der Einnahmen. Etwas später sagt er aber auch: Diese Organisation hat nie Geld verlangt und sie wird damit sicherlich jetzt nicht anfangen. Wir senden keine monatlichen Anweisungen an jeden Zeugen Jehovas, in denen wir eine Summe definieren, die beigesteuert werden soll, um das weltweite Werk zu finanzieren. Das kann so nicht ganz stimmen. Wir haben Kontakte zu einem Insider in den USA geknüpft. Er hat Unterlagen, die belegen, dass es sehr wohl Empfehlungen für die Höhe der Spenden gibt. Die Vorgaben sind nicht sehr hoch. Das allein kann den Reichtum der Organisation nicht erklären. Noch mehr als das Geld fällt die Zeit ins Gewicht, die die Mitglieder opfern sollen. Jeder einzelne Zeuge und jede Zeugin soll sich an der Missionierung beteiligen. Zwischen 30 und 130 Stunden pro Monat. Um das zu erreichen, arbeiten viele nur Teilzeit in ihrem eigentlichen Job. Der Einzelne möchte Opfer bringen, weil er ja auch die große Belohnung sieht am Schluss. Das Paradies, das ewige Leben. Aber diese Opfer werden auch in übergroßem Maße definitiv gefordert von der Organisation. Es gibt Unmengen von Menschen dort drin,
die sich wirklich kasteien und kasteien und kasteien. Aber wozu der ganze Druck? Spenden und Ehrenamt sollen doch freiwillig sein. Für die Suche nach einer Antwort empfiehlt David, uns die Immobilien der Zeugen Jehovas näher anzuschauen. Fast 900 sogenannte Königreichsäle gibt es in Deutschland. So nennen sie ihre Kirchen, die von den Mitgliedern selbst gebaut werden. Ich will mehr darüber erfahren und melde mich bei einer weiteren Aussteiger-Community. Dort lerne ich Martin kennen. Seinen Namen haben wir geändert, um ihn zu schützen. Er war ein Ältester, also sozusagen Leiter einer Gemeinde, und hat auf vielen Baustellen mitgearbeitet. Er stimmt einem Treffen mit Marco zu. Dafür habe ich mir ein abgelegenes, verlassenes Gelände ausgesucht. Irgendwo in Deutschland. Ich will wissen, was hat Martin auf diesen Baustellen erlebt? Waren dort auf dem Bau nur ehrenamtliche Helfer oder gab es auch so ein paar Baufirmen oder Profis? In der Zeit, in der ich mitgeholfen habe, waren es tatsächlich alles private Menschen. Das Wertvollste auf der Baustelle sind nicht die Baumaterialien, sondern unsere freiwilligen Helfer. Sie machen alles gern mit. Man sieht, wie sie sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und dazu gehört Freude. Auch Martin hat 15 Jahre in seiner Freizeit auf solchen Baustellen gearbeitet. Weil viele private, ungelernte Personen auf dieser Baustelle anwesend sind, bleibt es auch nicht aus, dass mal ein kleiner Arbeitsunfall passiert. Und das habe ich miterlebt, dass man bei einem Unfall tatsächlich zum Arzt bitte nicht sagen soll, man arbeite auf einer Baustelle. Das bekäme dann diesen offiziellen Charakter. Und die versicherungstechnischen Fragen waren dann immer auf die jeweiligen privaten Krankenversicherungen abzuwälzen. Auf Nachfrage haben die Zeugen Jehovas geantwortet, dass sie sich an gesetzliche Vorgaben halten. Nicht nur die unbezahlte Arbeitskraft ist für die Organisation eine gute Wertanlage, auch die Gebäude selbst. Die Bautätigkeit vor Ort für dieses Haus hat der Verein oder die Ortsgemeinde selbst bezahlt, zu großen Stücken. Wenn das nicht ging, konnte man es mittels eines günstigen Kredits von der Zentrale mitstemmen. Aber es wurde dann schon sehr, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das dann abstottert. Irgendwann wurden den Ortsgemeinden die Darlehen erlassen. Mit der Erlangung des Körperschaftsstatus gingen die Gebäude in den Besitz der Zentrale. Long story short, viele Ortsgemeinden haben sich auf einmal enteignet wiedergefunden. Auf Nachfrage bestätigen die Zeugen Jehovas, dass mit ihrer Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland alle Versammlungen Teile dieser juristischen Person wurden. Und eigentlich gehöre ohnehin alles Gott Jehova. Dafür wurden den Versammlungen zwar die Darlehen erlassen, es wurde ihnen aber auch empfohlen, mindestens eine Summe in der gleichen Höhe monatlich zu spenden. Die Mitglieder haben die Gebäude finanziert und gebaut. Und die Zentrale entscheidet, was daraus wird. Und dann waren da Häuser und die kannst du natürlich gewinnbringend veräußern. Anhand der Daten, die die Zeugen in Deutschland jährlich selbst herausgeben, zeigt sich, die Anzahl ihrer Gebäude nimmt ab, obwohl es angeblich mehr Mitglieder werden. Die Erlöse der Verkäufe sollen laut Unterlagen, die uns zugespielt wurden, an das sogenannte weltweite Bauprogramm gehen, nicht an die Ortsgemeinden, die sie gebaut und bezahlt haben. Es ergibt sich langsam das Bild einer Organisation, die ziemlich wenig Geld ausgibt, aber eine Menge einnimmt. Viele, die sich um ihre eingesetzte Arbeitskraft und Geld betrogen fühlten, waren damit nicht einverstanden, wie Martin. Mittlerweile ist er ausgestiegen. Was hat mich dazu gebracht, das Ganze hinter mir zu lassen? Die Doppelmoral. Dass bei den Zeugen Jehovas von oben, also von der Zentrale her, das eine gelehrt wird, aber das Falsche oder das andere gemacht wird. Warum bringen die Mitglieder so viele Opfer? Das will ich von einer anderen Aussteigerin wissen. Sie wurde als strikte Zeugin erzogen und schaffte den Aufstieg als Vollzeitfreiwillige. In das Zweigbüro für Zentraleuropa. Sie stimmt einem Treffen mit mir zu. Auch sie will nicht erkannt werden. Wir nennen sie Tabea. Ich will wissen, wie ihre Zeit in der deutschen Zentrale war. Also ich habe mich immer wie in einem Gefängnis gefühlt. Der Satz, den ich ganz oft gehört habe, ist, es wird von dir erwartet, dass du das machst, dass du das machst, dass du funktionierst. Sie nennen ihre Zentrale Bethel. Es ist eins von 86 Zweigbüros weltweit. Darüber steht nur die Leitung in den USA und natürlich Gott, Jehova.
Hier im Taunus leben und arbeiten rund 1000 Zeugen Jehovas als Gemeinschaft. Die Arbeit ist anstrengend, Freizeit gibt es wenig und Feiertage gar keine, weil die Zeugen sie nicht feiern, sagt Tabea. Was waren denn eigentlich deine Aufgaben? Ich war in der Instandhaltung tätig. Eine sehr harte Arbeit, weil ich das nicht gelernt habe. Ich bin kein Handwerker von Beruf. Also die meisten sind nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt, weil man soll Demut lernen. Und das heißt, man beginnt zuerst mal bei niedrigeren Tätigkeiten. Tabea lebt dort in der Ordensgemeinschaft, wie in einem Kloster. Sie arbeiten fast umsonst, erzählt sie. Trotzdem ermahnt die amerikanische Leitung immer wieder zum Sparen. Viele mussten von heute auf morgen gehen, wurden rausgeschickt, wie sie es nennt, und standen nach Jahren der Aufopferung vor dem Nichts. Wenn man so spät rausgeschickt worden ist und sich noch eine Arbeit hätte suchen müssen, fast unmöglich. Ich habe auch so einen Fall mitbekommen, die sind danach in Hartz IV reingekommen. Von Seiten der Organisation gibt es da jetzt keine richtig offizielle Hilfe. Uns gegenüber sagen die Zeugen Jehovas, es gäbe in solchen Fällen vorübergehende Unterstützungshilfen. Im Bethel arbeiten die Ordensmitglieder quasi Vollzeit und bekommen dafür kaum mehr als ein Taschengeld. Insgesamt etwa 200 Euro, erzählt Tabea. Und selbst davon spendet sie noch. Also ich habe das gemacht, weil das ja auch immer gesagt wird, dass das zu dem ganzen heiligen Dienst für Gott gehört. Also im Nachhinein denke ich mir, das wenige Geld, das ich da bekommen habe, hätte ich gut für andere Sachen gebrauchen können. Und dann spendet man. Man gibt es sogar noch zurück. Das ist eigentlich schon krass. Doch wohin geht das Geld, das gespendet und gespart wird? Wenn es um hohe Summen geht, das macht alles die USA. Tabea erzählt mir von ihrem Besuch dort, in der Weltzentrale. Wir waren da bei einem Bruder im Büro, der in der Finanzabteilung tätig war. Als ich das Büro betreten habe, war ich sehr erstaunt, weil da sehr, sehr viele Displays überall an der Wand waren. Und also, das hat sehr professionell alles gewirkt. Und wir haben dann natürlich gefragt, was er hier arbeitet. Das waren Aktienkurse auf den Bildschirmen. Und dann sagte er ist eben dafür zuständig, für die Organisation Trading zu betreiben. Also auch Aktien- und Wertpapiergeschäfte. Dann hat er uns gesagt, wir sollten das nicht in unserer Heimatversammlung oder unserer Familie oder Freunden erzählen, was wir heute bei ihnen gesehen haben. Um die Aktiengeschäfte der Zeugen ranken sich online ziemlich viele Mythen. Es gibt auf jeden Fall einen Trust Fund, der die Watchtower Society, eine Firma der Zeugen Jehovas, begünstigt. Inwiefern sie selbst aktiv mit Aktien handeln und ob dort auch deutsches Spendengeld involviert ist, lässt sich nicht ermitteln. Immer wieder kommen wir in unseren Gesprächen mit AussteigerInnen auf die Weltzentrale in den USA zu sprechen. Von dort soll der Sparzwang im Bethel kommen. Dort werde mit Aktien gehandelt und die Erlöse aus deutschen Immobiliengeschäften scheinen auch nach Übersee zu gehen. Das will ich mir genauer anschauen und fliege nach New York. An einem See in Warwick haben sich die Zeugen Jehovas ihre neue Weltzentrale gebaut. Meine Interviewanfrage per Mail wurde nicht beantwortet, aber es gibt jemanden, der mit mir sprechen möchte. Mark O'Donnell ist nach 40 Jahren bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen und tritt regelmäßig bei Prozessen gegen die Organisation als Experte auf. Mir ist wichtig, Dokumente der Öffentlichkeit und den Zeugen Jehovas zugänglich zu machen, denn die Zeugen Jehovas verheimlichen dies vor dem Durchschnittsmitglied. Mark erzählt mir von seinen Kontakten mit sogenannten Pimos, die physisch noch in der Organisation sind, aber mental schon draußen, out. Sie bleiben, weil ihre Familien sie sonst verstoßen müssten. Von ihnen wird Mark mit internen Dokumenten versorgt. Es handelt sich eher um ein Verlags- und Immobilienunternehmen als um eine Religion. Die Zeitschriften der Zeugen Jehovas sind unter den auflagenstärksten der Welt. Inzwischen setzen sie immer mehr aufs Internet. Drumherum hat sich ein komplexes Firmengeflecht entwickelt. Es gibt mehrere Unternehmen mit dem Namen Watchtower. Das sind die Unternehmen, die die Zeugen Jehovas benutzen, um alles zu erreichen, was sie rechtlich tun müssen. Und sie sind auch für die meisten Immobilienkäufe verantwortlich. Diese Firmen stehen außerhalb der religiösen Hierarchie. Sie kümmern sich um die rechtlichen und wirtschaftlichen Belange der Organisation. Auf der Website der amerikanischen Steuerbehörde finde ich Unterlagen für die Watchtower Society of Pennsylvania und die Watchtower Society of New York.
Mittlerweile geben sie keine genauen Zahlen mehr heraus, aber für 2016 haben sie ein Gesamtvermögen von über 2 Milliarden Dollar angegeben. Ob darunter auch deutsches Geld ist, lässt sich für uns nicht ermitteln. Wer hat bei diesen Firmen eigentlich das Sagen? Warwick ist das Machtzentrum der Zeugen Jehovas, weil sich dort die leitende Körperschaft befindet. 9 Männer, die die oberste religiöse Führung innehaben. Über ihnen stehen nach eigenen Angaben nur Jehova und Jesus. Lange haben sie auch die Watchtower-Firmen geleitet. Das wurde geändert. Sie begannen zu erkennen, dass die Menschen die leitende Körperschaft mit der Watchtower-Gesellschaft in Verbindung brachten. Und sie wollten das trennen. Sie wollten die leitende Körperschaft von jeglicher strafrechtlicher Verfolgung abschirmen. Ich will mit der obersten Leitung sprechen. Meine Bitte um ein Interview wurde ignoriert. Wir fahren da trotzdem hin. Ich habe eine E-Mail geschickt und um ein Interview gebeten, aber wir haben keine Antwort bekommen. Okay, kein Problem. Ich kann nachschauen, ob ich Ihre Anfrage finde. Also ich habe meinen Namen schon auf dem Zettel gesehen. Ich weiß nicht, er gibt mir jetzt gleich eine Rückmeldung, ob heute hier jemand mit uns spricht oder nicht. Ja. Yeah. Wir haben keine Einladung gefunden und unser Grundsatz lautet, wenn Sie keine Einladung haben, können wir Sie nicht reinlassen. Ja. Statt einer Einladung nach drin gab es jetzt nochmal den Hinweis, dass wir eine offizielle Anfrage an das Information Desk hätten stellen müssen. Haben wir auch gemacht. Ich nehme an, dass das deren Art war, zu sagen, dass es hier heute für uns kein Interview gibt. Mehr als die Einfahrt bekomme ich hier nicht zu sehen. Aber Mark sagt mir, es würde sich lohnen, die alte Zentrale in New York City anzuschauen. Dafür fahren wir nach Brooklyn. Dort gehörte den Zeugen mal ein ganzer Straßenzug. In bester Lage. Das sind sehr wichtige Gebäude. Man sieht ganz oben den Welcome-Schriftzug. Der war da nicht immer. Viele Jahre stand da Watchtower. Wenn Leute über die Brooklyn Bridge fuhren, sahen sie immer Watchtower. Und sie wussten, dass die Zeugen Jehovas hier waren. Nach und nach haben die Watchtower-Firmen ihre Gebäude in Brooklyn für über 1,5 Milliarden Dollar verkauft. Mark erzählt mir, dass die Religionsgemeinschaft wie ein Unternehmen agiert. Die Organisation hat kürzlich ein Video für alle Zweigstellen produziert. Darin wird sehr detailliert beschrieben, wie jede einzelne Zweigstelle jede mögliche Steuerbefreiung ausschöpfen soll. Wir werden eure Rolle in einer dringenden Angelegenheit besprechen: die Nutzung der Behörden, um Steuerbefreiungen für Jehovas Organisation zu erreichen. Steuerrechtliche Privilegien sind der Organisation anscheinend sehr wichtig. In Deutschland haben sie die schon, mit dem Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Uns liegen Spendenformulare aus den USA vor. Darin kann man das deutsche Zweigbüro als Empfänger auswählen. Warum sollten Amerikaner nach Deutschland spenden? Wir wissen, dass der deutsche Zweig eine große Drehscheibe für die Zeugen Jehovas ist und das Geld aus verschiedenen Richtungen dorthin fließt, auch aus dem Inneren. Warum das so ist, konnte auch Mark bislang nicht herausfinden. Genauso wenig, wohin das Geld von da ausgeht. Wir glauben, dass die Zeugen Jehovas einige Probleme mit ihren Finanzen haben. Ich muss es nochmal für mich sortieren. Immobiliengeschäfte, Steuervermeidung, weltweite Geldflüsse, auch nach Deutschland. Und Mark hat noch eine heiße Spur für mich. Wir wissen, dass sie in Fällen von Kindesmissbrauch und in anderen Bereichen eine Menge Geld für gerichtliche Vergleiche zahlen. Hey Maxi, ich glaube, das geht hier in eine andere Richtung. Mark hat über Millionensummen für Missbrauchsprozesse gesprochen. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Tatsächlich mussten die Zeugen weltweit in Prozessen schon Millionen zahlen. Auch außergerichtlich sollen sie sich schon geeinigt haben. Eine Untersuchung der australischen Regierung brachte Vorfälle von Kindesmissbrauch ans Licht. Um die Opfer zu entschädigen, wurde von den Behörden ein Fonds eingerichtet. Die Zeugen Jehovas traten erst 3 Jahre später bei, nachdem die australische Regierung mit der Aberkennung von Steuerprivilegien drohte. Sie sind nun verpflichtet, Opfern, die Anträge stellen, bis zu 150.000 australische Dollar Entschädigung zu zahlen. Um mehr über solche Zahlungen zu erfahren, will ich Betroffene treffen, die sich viel damit beschäftigt haben. Ich bin mit ihnen in Dänemark verabredet.
In der Nähe von Kopenhagen demonstrieren sie bei einem Kongress der Zeugen Jehovas. Die Australierin Lara hat die Initiative Say Sorry gegründet. Hi, Lara. Hi, ich bin Lara. Schön, dich kennenzulernen. Was konntest du über die Zahlungen an Missbrauchsopfer herausfinden? Von insgesamt 1.800 Kindern, die sie jetzt als Erwachsene entschädigen könnten, haben sie, soweit wir wissen, nur zwei Personen entschädigt. Das können wir nicht nachverfolgen, denn wie viele Opfer bisher von den Zeugen Jehovas entschädigt wurden, wird von der Regierung nicht veröffentlicht. Aber Lara ist noch anderen Geldflüssen der Organisation nachgegangen. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass sie riesige Mengen an Königreichssälen verkauft haben. Fast die Hälfte der Königreichssäle in Australien wurde verkauft. Das geschah nicht nur in meinem Land, es geschah nicht nur in diesem Land. Es geschah auch in deinem Land und an anderen Orten wie den USA und Haiti. In 26 Ländern. Wir fanden heraus, dass Eigentum im Wert von über 4 Milliarden Dollar verkauft wurde. Lara und ihre Mitstreiterin haben online dazu aufgerufen, Immobilienverkäufe der Zeugen zu dokumentieren. Die gesammelten Daten reichen bis 2020. Bis dahin steigen die Verkäufe immer weiter an. Überprüfen können wir das nicht. Lara vermutet, dass der Zeitpunkt der Verkäufe mit den Untersuchungskommissionen zusammenhängt. In der Grafik haben wir eine sehr interessante Korrelation gefunden. Wenn die Untersuchung beginnt oder angekündigt wird, werden kurz darauf die Königreichssäle verkauft. Lara arbeitet eng mit Steven zusammen. Der erzählt mir, er sei vor mehr als 40 Jahren missbraucht worden. Ich wurde als kleines Kind im Alter von 12 Jahren missbraucht. Ich bin entkommen. Ich verlor meine gesamte Familie und meinen Job und all meine Freunde. Und ich war auf mich allein gestellt. Wie konntest du mit diesem krassen Bruch in deinem Leben umgehen? Es war sehr schwierig, sehr emotional und schmerzhaft. Seit vielen Jahren untersucht Steven Geldflüsse innerhalb der Religionsgemeinschaft. Immer wieder scheitert er bei seinen Recherchen daran, dass in Deutschland die Finanzen der Organisation nicht einsehbar sind. Das Geld ging nach Großbritannien und dann nach Deutschland. Und da ist es einfach verschwunden. Finanzunterlagen aus Großbritannien von 2020 belegen Geldflüsse nach Deutschland. Auf unsere Nachfrage bestätigen die Zeugen, dass Mittel aus europäischen Ländern nach Deutschland gehen, um dort für die Durchführung des weltweiten gottesdienstlichen Werks verwaltet zu werden. Was genau mit dem Geld passiert, wissen wir nicht, denn die Zeugen Jehovas sind hierzulande nicht verpflichtet, ihre Einnahmen offenzulegen. Auf der Rückreise nach Deutschland erinnere ich mich nochmal an alles, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Es wird absolut ermutigt, ein armes, bescheidenes und einfaches Leben zu führen und im Endeffekt die finanziellen Fragen komplett auszublenden. Das hat mich schon seit meiner Kindheit sehr befremdet, dass immer größeres Augenmerk auf Spenden gelegt wird. Wie man immer so schön sagt, Wasser predigen und Wein trinken, das wird im Bethel gemacht. Viele bezeichnen die Zeugen Jehovas als eine Sekte. Und die Regierungen haben uns Zugang zu den Unterlagen gewährt, außer in Deutschland. Da ist die Gesetzeslage anders. Ich denke, wenn die Regierung eine Finanzuntersuchung durchführen würde, wäre das ein guter Weg, um dieses System aus Druck zu stoppen. Die Zeugen Jehovas scheinen viel Geld zu brauchen. Bei dem Versuch herauszufinden, wofür, ist uns ein intransparentes System aus Manipulation und Angst begegnet. Sie nutzen die Privilegien, die ihnen als Körperschaft des öffentlichen Rechts gewährt werden, und fordern ihren Mitgliedern sehr viel ab. Unbedingten Gehorsam, ihre Arbeitskraft und ihr Geld.